Hallo und liebe Grüße aus einem Studio in Kreuzberg. Bei mir geht es heute um ein Beauty-Lighting-Setup, was man perfekt bei Commercials für zum Beispiel Kosmetikprodukte zum Beispiel einsetzen kann. Ich hatte vor ungefähr 2 Wochen auch einen Auftrag in dieser Richtung und habe da mal eben ein neues Lichtsetup ausprobiert. Und das hat mir eben so gut gefallen, dass ich das euch auch einfach mal so zeigen wollte in Form eines Tutorials. Wir bauen gleich das Setup auf, Stück für Stück. Das Ganze ist so noch nicht fertig. Das sind jetzt bisher nur die Leuchten für den Hintergrund und ich erkläre euch eben Schritt für Schritt, wie das Ganze aufgebaut wird und was für eine Funktion die einzelnen Leuchten, die ich jetzt hier benutze, eben haben. Und ja, wünsche viel Spaß bei diesem Video und hoffe, es ist hilfreich. Los geht's! Bevor es losgeht mit dem eigentlichen Lichtsetup, noch kurz die Info. Das Video ist freundlicherweise gesponsert von Sennheiser und der XSWD Mikrofonserie. Das WD steht für Wireless Digital, das ist also eine digitale Funkstrecke und das Ganze gibt es in vielen verschiedenen Sets. Für jeden Anwendungszweck gibt es da genau das Richtige. Ich habe jetzt zum Beispiel das Set mit dem Ansteckmikrofon und der kleinen Klinke. Es gibt auch noch zum Beispiel Keulenmikrofone, wenn man eher Interviews in sehr lauten Umgebungen führen möchte. Das Ganze gibt es eben mit Klinkenanschluss und XLR-Anschluss und so gibt es einfach für jeden Zweck das richtige Set. Schaut euch dazu einfach mal auf der Seite von Sennheiser um, da findet ihr dann alle Sets gut aufgelistet. Was macht dieses Set jetzt aus? Zum einen ist das eine digitale Übertragung und keine analoge. Das heißt, viele sind da so ein bisschen skeptisch, was die Latenz angeht. Das Set jetzt hat eine Latenz von unter 4 Millisekunden. Das heißt, in der Praxis sollte das eigentlich nicht mehr relevant sein. Und das ganze Set richtet sich auch eher an Einsteiger, sowohl vom Preis her als auch von der Handhabbarkeit. Also es ist super easy, das Setup einfach anzuschalten. Es gibt also nur einen Knopf am Empfänger und einen Knopf am Sender und das Ganze koppelt sich dann vollautomatisch in wenigen Sekunden und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Die Reichweite wird mit ungefähr 75 Meter angegeben. Das habe ich jetzt in der Praxis so noch nicht getestet. Ich denke, bei üblichen Drehs hat man eine Reichweite von 10 bis 20 Metern maximal, die man da braucht. Das Studio hier hat zum Beispiel eine Länge von um die 15 Metern und das packt das Mikrofon auf jeden Fall. Und ich denke, viel mehr als 20 Metern braucht man gar nicht in der Praxis, aber eben hier. Bei dem Set werden jetzt um die 75 Meter angegeben. Das Coole bei dem Set ist, dass das integrierte Akkus hat, die mit USB-C einfach geladen werden können. Das heißt, man muss nicht immer Batterien wechseln oder sich darum sorgen, irgendwie neue Batterien zu besorgen. Man kann das Ganze einfach mit USB-C an der Steckdose einfach laden. Die Akkus halten um die 5 Stunden durch, sowohl beim Empfänger als auch beim Sender. Das heißt, wenn man einen langen Drehtag hat, sollte man vielleicht zwischen den Takes ab und zu auch mal das Set ausschalten. Aber im Alltag sind natürlich 5 Stunden trotzdem eine super gute Zeit für so ein Set. Jetzt geht's aber los mit dem eigentlichen Thema vom Video, nämlich mit dem Lichtsetup. Was ganz wichtig ist bei diesem Setup, ist natürlich ein weißer Hintergrund. Ich bin jetzt hier in einem großzügigen Studio, habe halt hier einen weißen Papierhintergrund in so einer Hohlkehle. Das ist natürlich das optimale Setup hierfür. Wenn man es ein bisschen günstiger haben möchte, kann man sich natürlich auch einfach eine große weiße Wand suchen. Das sollte damit auch ganz gut funktionieren. Denn die weiße Wand wird dann so hell beleuchtet, dass man sie im Prinzip einfach nur noch weiß hat im Video. Man sollte sie jetzt aber nicht zu extrem überstrahlen. Man muss einfach ein ganz gutes Mittelmaß finden. In dem Fall habe ich jetzt hier so relativ retro-mäßige Tageslichtlampen in den Hintergrund gestellt. Idealerweise nutzt man dafür eigentlich so flächendeckende LED-Panels, zum Beispiel so Filoni-Teile oder auch von Aputure gibt es so Flächen-LED-Panels, mit denen man den Hintergrund ausleuchten kann. Idealerweise nutzt man dafür 2 Stück, eine rechts, eine links und dann sollte der Hintergrund auch gut ausgeleuchtet sein. Wenn man das Licht setzt, ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch den Raum entsprechend vorher abdunkelt, damit dann kein Mischlicht oder sowas entsteht und dann wirklich nur das Licht, was man auch eben setzt, im Bild sichtbar ist. Das heißt, man sollte auch die Deckenbeleuchtung ausmachen und nach Möglichkeit Vorhänge oder Rollläden einfach runterziehen. So, das ist jetzt der erste Schritt. So sieht das Ganze aus, wenn man nur diesen Hintergrund beleuchtet. Das heißt, die Person sollte dann in der Regel einfach sehr dunkel sein. Das heißt, das nächste, was wir jetzt haben oder brauchen, ist eine Hauptbeleuchtung, die von vorne kommt. Normalerweise bei Interviews oder so oder auch bei meinen YouTube-Videos nutze ich nur eine Lichtquelle, einfach weil es zum einen am einfachsten ist aufzubauen und zum anderen finde ich, dass dann so eine Lichtquelle immer für einen schönen Charakter im Bild sorgt. Manche nutzen eine 3-Punkt-Beleuchtung, da bin ich aber jetzt gar nicht so der Fan von. Bei dem Lichtsetup hier nutzen wir jetzt aber 2 Softboxen, die direkt von vorne kommen. Das Ganze ist ein Beauty-Setup und es soll natürlich schön weich ausgeleuchtet sein. Das heißt, irgendwelche großen Schatten im Gesicht oder so sind nicht erwünscht. Man will trotzdem natürlich ein bisschen Tiefe ins Bild bekommen. Das zeige ich euch aber später noch, wie das funktioniert. Jetzt bauen wir erstmal die Softboxen auf und dann zeige ich euch, wie das Ganze erstmal aussieht. Als Licht habe ich übrigens die klassischen Aputure 120D bzw. 120D Mark II. Man muss das übrigens nicht alles kaufen, sondern man kann es auch einfach mieten. Ich habe jetzt hier für diesen Dreh zum Beispiel auch einfach ein paar Sachen gemietet. Ich glaube insgesamt, wenn man gar nichts jetzt hier kaufen möchte, kostet das je nach Verleih um die 100 bis 150 Euro am Tag. Wenn man einen größeren Auftrag hat, ist es eigentlich kein Problem, so ein Lichtsetup auch mal zu mieten. Als Softbox dazu habe ich passenderweise den Aputure Light Dome Mark II. Der ist super cool, weil er einfach eben leicht einzufalten ist, wie so ein Regenschirm oder aufzufalten ist. Wichtig ist dabei, dass man den Grid benutzt. Grid sorgt dafür,
dass das Licht wirklich nur genau dahin landet, wo man eben auch die Softbox eben neigt. Wenn man das Grid nicht hat, dann wird das Licht noch eher gestreut und so, und das möchte man eigentlich nicht, denn man möchte bei dem Setup jetzt hier wirklich nur das Licht auf die Person und nicht noch mit auf den Hintergrund oder sowas eben gerichtet haben. So, jetzt stehen die Softboxen, wie ihr seht, also die sind jetzt noch nicht ganz perfekt ausgerichtet, das kommt dann gleich noch, aber so ungefähr sollten die im 45-Grad-Winkel stehen, sowohl rechts und links 45 Grad als auch von oben nach unten abgekippt. Das sorgt nämlich dafür, dass man hier noch so einen leichten Schatten unter dem Gesicht hat. Den werden wir gleich zwar noch ein bisschen aufhellen oder entfernen, aber grundsätzlich sollte dieser Schatten unterm Kinn noch einfach bleiben, damit es nicht ganz so flach wirkt, das Bild. Was wir jetzt noch hinzufügen, ist ein sogenannter Negative Fill. Das sind einfach zwei schwarze Flächen von rechts und links. Die sollten eben direkt neben der Person positioniert werden. Wir haben jetzt hier im Studio einfach so schwarz angemalte Styroporflächen. Das ist nicht ganz perfekt, aber es funktioniert vollkommen für dieses Setup. Man kann auch so Floppies nehmen, die dann so aufgeklappt werden und auch schwarz sind und nochmal ein bisschen besser absorbieren. Oder alternativ könnte man auch auf einem C-Stand so ein schwarzes Molton-Tuch einfach platzieren. Also da kann man wirklich verschiedene Möglichkeiten einfach nutzen. Wir haben jetzt hier eben so schwarz angemalte Styroporflächen. Die Funktion vor denen ist einfach, dass nochmal von links und rechts nochmal das Licht so ein bisschen, was eigentlich reflektiert werden würde von anderen Lichtquellen, so ein bisschen reduziert wird. Dadurch haben wir wieder ein bisschen mehr Kontur im Bild und das Bild wirkt so ein bisschen plastischer einfach. So, und der letzte Schritt, den wir jetzt noch hier gemacht haben, ist, dass ich hier so einen Reflektor einfach hinzugefügt habe. Der kommt jetzt so leicht von unten. Der sorgt einfach dafür, dass so ein bisschen Augenringe, falls man Augenringe hat, die so ein bisschen kaschiert werden oder auch andere Fältchen noch so ein bisschen ausgeleuchtet werden. Der nutzt jetzt eben das Licht, was von oben kommt und reflektiert es so ein bisschen, sorgt aber eben nicht dafür, dass die komplette Kontur verschwindet und dass das Bild total flach wird, sondern füllt einfach nur so ein bisschen entsprechende kleine Falten oder sowas so ein bisschen auf und behält aber trotzdem den Look im Grunde genommen bei. Wichtig ist hier, dass der so leicht schräg von unten kommt und dass das Model sich am besten direkt hier an den Reflektor auch dran stellt. Wenn ich mich jetzt einen Meter weiter wegstelle, hätte dieser Reflektor jetzt zum Beispiel gar keinen Effekt mehr. Deshalb positioniert das Model am besten direkt an dem Reflektor dran. Den Reflektor solltet ihr auch am besten so hoch positionieren, dass man ihn gerade nicht mehr im Bild sieht, aber schon so hoch wie möglich sozusagen positionieren. Und das war's jetzt eigentlich mit dem Setup. Wir gehen es nochmal im Schnelldurchlauf durch. Das erste ist eben, dass man den Hintergrund richtig beleuchtet, mit Tageslichtlampen am besten. Dann ist der zweite Schritt, zwei Softboxen von vorne schräg oben mit Grid eben einfach einzusetzen. Dritter Schritt sind dann die Floppies bzw. Negative Fill rechts und links. Und der vierte Schritt ist dann einfach der Reflektor, der von unten nochmal alles so ein bisschen aufhält und so ein bisschen schöner macht. Ihr seht, das ist gar nicht so kompliziert, dauert aber schon einen kleinen Moment, alles aufzubauen. Und ja, den Effekt von dem Setup habt ihr jetzt entsprechend gesehen. Ich fand das mega cool, das Setup, deshalb habe ich es euch gezeigt. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich und hat euch gefallen. Vielen Dank auch nochmal an den Sponsor von diesem Video, Sennheiser mit der XSWD-Serie. Ihr habt jetzt den Ton gehört. So klingt der Ton jetzt übrigens auch unbearbeitet. Also so kommt er direkt aus der Kamera raus. Und so habe ich ihn jetzt entsprechend bearbeitet. Also so ein bisschen, einfach meine Bearbeitung da draufgefügt, damit ihr das mal gesehen habt. Und genau, falls ihr noch weitere Infos zu dem Produkt wollt, dann schaut euch gerne mal den Link in der Videobeschreibung an. Da findet ihr alle Sets, die es eben von dieser Mikrofonserie gibt. Wie gesagt, ist ein super Set für Einsteiger, bezahlbar, wie ich finde. Und hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Also wirklich super easy, einfach aufzubauen und zu benutzen. Genau, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.